Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 39 und zwar für die Handelstage vom 24.09. bis 28.09.2018. Mein Name ist Markus Klebe und wir wollen wie gewohnt auf die Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold blicken, ein wenig auf das Big Picture, welche wichtigen Widerstände und Unterstützung waren in der vergangenen Handelswoche wichtig, welche könnten somit gegebenenfalls auch in der kommenden Woche wichtig sein, welche Kerntendenzen könnten hier gegebenenfalls eintreten in den entsprechenden Märkten. Wie gewohnt auch unterhalb des Videos die Möglichkeit, dann hier in den Märkten zu springen. Also wenn ihr zum Beispiel den DAX und den S&P euch als Analyse hier nicht anhören wollt, könnt ihr zum Beispiel hinter den jeweiligen hier aufgelisteten Märkten auf die entsprechende Zeitangabe klicken und dann landet ihr zum Beispiel direkt bei der Euro-US-Dollar-Analyse oder bei der Gold-Analyse, wenn ihr entsprechend hier hinten auf die Zeiten klickt. Wie gewohnt an dieser Stelle auch der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet grundsätzlich natürlich darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass all das, was ich hier sage, definitiv nicht als Handelsempfehlung zu werten ist, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zusätzlich zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Broker oder natürlich auch zum Trading beantwortet bekommen. Wir blicken, bevor wir mit dem DAX starten, auf die Wirtschaftskennzahlen für die kommende Handelswoche. Hier wie gewohnt von der Internetseite finanzen.net sortiert nach hoher Relevanz, weil nur das ist, wenn überhaupt, für die Märkte wichtig bezüglich der Volatilität, denn für mich ist es ja wichtig, Wirtschaftskennzahlen herauszusuchen, die eventuell zu Bewegung führen könnten. Primär natürlich in den Märkten DAX, S&P, Euro und Gold. Und da blicken wir hier auf die Tage vom 24. bis 28.09. Ich markiere das mal kurz, was hier definitiv wichtig ist für die kommende Handelswoche. Ihr seht es am Mittwoch. Die Fed-Zinsentscheidung aus den USA gekoppelt dann auch mit der Pressekonferenz, also um 20 Uhr die Fed-Zinsentscheidung, um 20.30 Uhr dann nochmal eine Pressekonferenz, wo nochmal ja zwischen den Zeilen so ein paar Dinge genannt werden, vielleicht auch für die Zukunft. Hier eben der Gedanke, werden die Zinsen weiter angehoben oder ändert sich das Planprogramm, sage ich mal, der Fed hier aus den USA, also 20 und 20.30 Uhr am Mittwoch. Dann kommen hier nochmal ein paar kleine Sachen, 14 Uhr am Donnerstag. Stark harmonisierter Verbraucherpreisindex beziehungsweise um 14.30 Uhr dann auch Bruttoinlandsprodukt oder Kernausgaben für persönlichen Konsum aus den USA. Das sind alles natürlich Zahlen, wo man auch mal drauf achten sollte zu den entsprechenden Uhrzeiten. Es könnte immer Bewegung aufkommen. In der Vergangenheit waren diese Zahlen grundlegend nicht so wichtig. Es ist nicht so viel Bewegung aufgekommen, aber es kann natürlich jederzeit dazu kommen. Somit ist es hier am Donnerstag 14 und 14.30 Uhr auch noch mal wichtig und ähnlich ist es dann auch am Freitag um 11 und um 14.30 Uhr einmal aus der Eurozone Verbraucherpreisindex und dann um 14.30 Uhr hier nochmal Kernausgaben für persönlichen Konsum, abermals aus den USA. Auch hier in der Vergangenheit waren die Bewegungen nicht nennenswert, aber auch hier kann es natürlich auch mal wieder zu Bewegung kommen, sollten hier starke Abweichungen zu den eventuellen oder zu den Prognosen kommen. Also wichtig, Fed-Zinsentscheidung. Ich denke, da könnte so ein bisschen Bewegung gerade im Euro-US-Dollar aufkommen und dann diese anderen Zahlen immer darauf achten, aber ich denke, sie sind nicht so kriegsentscheidend für die kommende Handelswoche. Starten wir mit dem DAX. Mit dem DAX der vergangenen Handelswoche in etwa 400 Punkte hier auf der Oberseite vollziehen konnte, grundsätzlich dann aus dem 12.000er-Bereich, den wir Anfang der Handelswoche dann nochmal getestet hatten, hinauf erst in Richtung 130, dort nochmal kurz hängen blieb, dann aber schön sauber in Richtung 400-450 hier mit dem Wochenhoch grundsätzlich lief. Also wirklich eine schöne, saubere Bewegung, die ich persönlich auch teilweise mitnehmen konnte. Wir konnten ja in der vergangenen Handelswoche leider die Livestreams nicht so machen, wie wir es wollen. Ab Montag geht es hier an dieser Stelle wieder los, wie gewohnt. 8.50 Uhr DAX Long oder Short und am Nachmittag auch von meiner Seite dann natürlich wieder die US Opening Bell. Also hier der DAX erstmal Schwäche gezeigt und dann sehr, sehr schön sauber nach oben. Und eins an dieser Stelle, ich hatte ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder darauf hingewiesen, dass der S&P sauber aufwärts läuft. Schauen wir uns ja auch gleich an, dass der S&P sauber in einem Aufwärtstrend ist. Der DAX es aber wiederum nicht schaffen konnte, nennenswert auf der Aufwärtsseite zu pushen, führte immer dazu, dass dann der S&P und seitwärts oder aufwärts lief, ja, und der DAX dann eben seitwärts nur pendelte, mehr oder weniger, und sobald der S&P nur annähernd an die Abwärtsseite gedacht hat, hat es der DAX gleich dazu genutzt, neue Bewegungstiefs teilweise aufzubauen, teilweise Momentum auf der Abwärtsseite aufzubauen, und das führte schlussendlich dazu, dass wir auf Jahressicht im S&P sauber auf
auf der Aufwärtsseite waren und sauber im Plus waren und der DAX auf Jahressicht hier sauber im Minus war. In der vergangenen Handelswoche hat sich dieses Bild etwas geändert. Der DAX ist mehr gestiegen prozentual als der S&P. Der S&P ist zwar auf neuen Allzeithochs, er ist sehr, sehr stark gestiegen, aber mit dieser schönen Aufwärtsbewegung hier im DAX, immer von Widerstand zu Widerstand, hat sich eben der DAX, ja, nicht wie in den anderen Handelswochen zurückgehalten mit der Aufwärtsseite, sondern ist hier wirklich merklich gestiegen. Also diese negative Korrelation, die wir hatten, die hat sich zumindest in der vergangenen Woche erstmal gewendet. Und es ist nicht auszuschließen, dass es jetzt auch zukünftig, wir haben ja mittlerweile schon fast das vierte Quartal diesen Jahres, also wir steuern ja jetzt schon mit großen Schritten wieder auf den Jahresschluss zu. Sind zwar noch gute 3 Monate, aber wir sind auf jeden Fall da nicht mehr ganz so weit entfernt und wir müssen mal schauen, wie sich dann DAX und S&P natürlich auch in Richtung Jahresschluss schlagen. Ob es der DAX schafft, wieder ins Plus zu laufen, dass vielleicht auch der Jahresendkurs im positiven Bereich liegt. Und vor allem, was die US-Märkte machen, ob hier eben nochmal ein bisschen Schwäche reinkommt oder ob diese dann auf sehr, sehr hohem Niveau bleiben. Somit ist es erstmal nicht auszuschließen für die kommende Handelswoche, ich schiebe das Bild mal ein bisschen zusammen, dass der DAX, wir sehen zwar hier, er ist aktuell an einer nicht zu verkennenden Trendlinie dran. Ihr wisst, ich arbeite nicht ganz so oft mit Trendlinien. Aber hier in diesem Fall sollte man diesen Bereich 450 schon nicht so als unrelevant sehen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, ich zeichne das mal ein, wenn der S&P eben auch weiter aufwärts läuft oder wenigstens auf diesem hohen Niveau bleibt, dass wir natürlich auch relativ zügig hier weiter durchlaufen können, 450 durchstoßen und dann haben wir diese Bereiche 500, 550 und der nächste merkliche Bereich kommt im 600er Bereich. Also es ist natürlich denkbar, dass wir hier weiterhin natürlich mit weiteren Aufs und Ab natürlich weiter nach oben laufen. Für mich persönlich und auch bedingt, dass der Donnerstag ein sehr, sehr starker Handelstag war, wir eine sehr, sehr saubere Aufwärtsbewegung gesehen haben und auch nicht selten solch saubere Aufwärtsbewegungen eventuell nochmals zurückerobert werden, um dann eben aus diesem Bereich weiter nach oben wieder durchzustarten, wenn der Markt sich weiter für die Aufwärtsseite entscheidet. Somit ist es nicht auszuschließen, dass wir aus diesem aktuellen, nicht so unhohen Niveau quasi erstmal den Rückwärtsgang einlegen. Und zwar in den Bereichen etwa 300, das wäre so ein interessantes Unterstützungsniveau, beziehungsweise ist es auch nicht auszuschließen, dass wir sogar in Richtung 220, 230 zurücklaufen. Das ist dann nämlich diese Donnerstagsbewegung, um dann aus diesem Bereich eventuell hier dann wieder gen Norden zu laufen, die Stärke aufzunehmen, die Trendlinie zu brechen, schlussendlich dann gegebenenfalls auch die Vorwochenhochs hier im 450er Bereich zu brechen und dann eben die Aufwärtsseite weiter aufzunehmen. Dieses Szenario ist eigentlich das Szenario, was ich gern haben wollen würde. Ob mir der DAX das gibt, ob es so zustande kommt, das wissen wir natürlich nicht. Aber dieser Rücksetzer, auch bedingt durch diese sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung, die wir hier hatten, wäre es rein charttechnischer Natur jetzt auf jeden Fall schön, wenn wir hier so einen leichten, etwas merklichen Rücksetzer, eine Konsolidierung sehen, um dann, wie gesagt, die Aufwärtsseite wieder einzunehmen. Sollten wir somit jetzt oberhalb eigentlich des Freitagsbereiches bleiben, wir schieben das Bild jetzt gleich nochmal zusammen, sollten wir ja oberhalb der Freitagstiefs bleiben, wir hatten Freitag eigentlich mehr oder weniger eine Seitwärtsbewegung, dann ist es erstmal das Szenario, dass es auch gleich weiter gen Norden gehen kann. Also wenn wir in diesem hohen Bereich bleiben, hier auch kein nennenswertes Gap nach unten mit dem Eröffnungskurs haben, dann ist erstmal weitere Bewegungshochs nicht auszuschließen und ich würde auch erstmal auf der Long-Seite weiter aktiv sein wollen. Sollte jedoch ein bisschen Schwäche reinkommen, dann kommt relativ zügig dieses Konsolidierungsszenario für mich erstmal zum Tragen. Würde schlussendlich auch bedeuten, dass wir hier eben gegebenenfalls auch mal die ein oder andere Chance auf der Abwärtsseite bekommen in Richtung 300, in Richtung 250, in Richtung 230, was dann so dieser untere Bereich dieser Unterstützung hier sein sollte. Viel tiefer sollte der Markt nicht rutschen und in diesem Bereich, wir werden das in den täglichen Livestreams dann auch besprechen, wäre es gegebenenfalls dann denkbar, wenn eben ja, Zeichen des Steigens kommen, dann eben wieder in Richtung Grün zu denken, in Richtung neuer Bewegungshochs. Das wäre jetzt so mein Gedanke. Unterhalb von 220, wir haben in der vergangenen Handelswoche den 130er Bereich als sehr, sehr wichtigen Bereich gehabt. Das war ja auch der Bereich, wo ich gesagt habe, in der vorletzten Woche haben wir dort eben die Wochenhochs gefunden. Wir hatten auch vorher einen sehr, sehr wichtigen Unterstützungsbereich, der dann eben ja erstmal nach unten durchstoßen wurde. Und das war alles in diesem 130er Bereich. Dann kam ja hier dieser Bruch
nach unten. Und dann kam der Markt wieder nach oben und hing hier wirklich erstmal eine ganze Zeit an diesem Bereich dran. Somit, wenn wir weiter unter 220 rutschen, ist es natürlich dann auch denkbar, dass wir in Richtung 130 erstmal fallen. Und dann müssen wir sowieso überlegen, ob nicht dieser Ausflug nach oben hier vielleicht doch, tja, ein kleiner Fake war und sich dann erstmal die Abwärtsseite wieder durchsetzt. Wir sind aktuell stark, auch mit dem Blick auf die vorletzte oder Ende der vorletzten Woche, auf die vergangene Handelswoche und somit erstmal der Gedanke, weiter hier long zu handeln. Aber umso tiefer wir fallen, mit Ausnahme 250 bis 220, der Bereich, der unterstützend wirken könnte, unterstützend vom Kerntrend wirken könnte, um hier eventuell die Aufwärtsseite einzugehen, ist hier natürlich dann in dieser Konsolidierungsphase auch die Abwärtsseite nicht so uninteressant. Und natürlich, wenn wir hier unten irgendwo rangieren, will ich jetzt erstmal noch gar nicht drüber sprechen, weil 130 sollte dann auch den Markt erstmal bremsen, dann wird natürlich hier unten weiterhin die Abwärtsseite interessant und dann eben auch durchaus neue Bewegungstiefs. Aber dafür, und das machen wir ja jetzt gleich, sollte man auf jeden Fall dann natürlich sich die S&P-Analyse zum einen anhören und dann natürlich auch immer auf die US-Märkte ein wenig schauen, denn der Dow Jones hat nicht nur neue Bewegungshochs, er hat auch neue Allzeithochs erklimmen können vergangene Woche. Der S&P ist weiter stark, hat mit Abstand neue Allzeithochs erklimmen können und somit ist natürlich dieses Long-Szenario hier nicht auszuschließen. Aber wenn der S&P jetzt wieder Schwäche findet, dann kann das auch im DAX dazu führen, dass wir hier erstmal die Abwärtsseite wieder aufnehmen. Wir schieben das Bild nochmal ein kleines Stück zusammen, um hier dann auch für den Montag bzw. vielleicht auch für den Dienstag uns das Ganze so ein bisschen anzuschauen. Wir sehen ja, wir haben hier so den 380er Bereich in etwa als Unterstützung. Wir sind ja in einem 4-Stunden-Chart, also dieser Bereich hier, die letzten 4-5 Kerzen, ist mehr oder weniger der Freitagshandel und wir sehen, dass so dieser Eröffnungskursbereich und der Schlusskursbereich fast eine Höhe ist, ein Bereich ist und auch der Schlusskurs 17.30 Uhr, der jetzt hier noch nicht eingezeichnet ist, ist hier in diesem Niveau und somit sollte der Bereich hier, dieser Unterstützungsbereich 380, ja vielleicht auch noch knapp darunter als für den Montag erstmal grundlegend als richtungsentscheidend gelten. Sollten wir darüber bleiben, einen Eröffnungskurs darüber haben, dann ist es hier nicht auszuschließen, dass wir vielleicht nach leichten Abgaben in dieses Unterstützungsniveau hier direkt die Aufwärtsseite wieder aufnehmen. Also diese Long-Szenarien sind definitiv dann erstmal weiter interessant, Käufe somit interessant. Und wenn wir dann eben unter 380, 370 rutschen, ja, dann ist erstmal der 300er Bereich durchaus realistisch erreichbar, also dass es hier vielleicht sogar schon eine kleine Mini-Chance gibt auf der Abwärtsseite, um dann im 300er Bereich grundlegend erstmal wieder gen Norden zu gehen. Ja, das ist hier dann auch nochmal denkbar und wenn wir, wie gesagt, unter 300 kommen, dann ist hier 220, 250, dann sind da die nächsten Unterstützungsniveaus. Aber für den Montag, wie gesagt, idealerweise bleibt der Markt hier oben. Um hier klar die Aufwärtsseite wieder zu handeln, sollten wir unter 370 in etwa rutschen, dann wäre es in Richtung 300 eben denkbar, vielleicht auch mal vorsichtig die Abwärtsseite zu handeln, aber in diesem Bereich hier unten, in dem Unterstützungsbereich, dann eben erst auch wieder die Long-Seite, das wäre dann eben auch die letzte Bewegung, Kernbewegung, die hier aus der vergangenen Woche im Prinzip kommt. Das werden wir natürlich am Montag im Livestream dann nochmal besprechen, auch schauen, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig für den Montag, immer für Montag, wenn wir hier zum Beispiel einen sehr starken Eröffnungskurs haben, ja, dann ist es natürlich auch eine Strategie und das mache ich dann auch des Öfteren, dass man dann sogar hier oben mal antizyklisch die Abwärtsseite handelt in Richtung Schlusskurs, in Richtung dieses Unterstützungsniveaus. Das ist natürlich, sind natürlich auch Trade-Setups, wären aber antizyklisch und nicht prozyklischer Natur, also diese Käufe prozyklisch zu diesen letzten Tagen der Aufwärtsbewegung. Ja? Also da muss man dann immer schauen, wo ist der Eröffnungskurs. Wenn wir in diesem Bereich des Schlusskurses hier irgendwo eröffnen, dann ist hier, wie gesagt, das Setup, dass ich erstmal schaue, dass ich direkt Kauf-Setups in irgendeiner Art und Weise produziere. Blicken wir, wie gesagt, auf den S&P und wir sehen hier ebenfalls im 4-Stunden-Chart. Am Anfang der Handelswoche hatten wir hier nochmal, ja, gar nicht so unrelevante Abgaben, aber dann ging es relativ zügig gen Norden und relativ zügig über die alten Allzeithochs in Richtung neuer Allzeithochs. Wir haben hier den Bereich 2,49 angegriffen auf der Oberseite und haben am Freitag dann hier ganz minimale Abgaben nochmal gesehen, aber ich denke, jedem ist klar, wenn wir uns dieses Aufwärtsbild hier anschauen, dass diese Mini-Abgaben, die dort oben natürlich dann stattgefunden haben, ja, nicht der Rede wert sind, wenn man sich den Kerntrend anschaut und es hier eben auch durchaus interessant
interessant ist, wir haben hier auch noch so ein Gap offen, das sieht man in der CFD-Indikation immer nicht so. Das ist, glaube ich, von Mittwoch zu Donnerstag. Dann ist es hier auch denkbar, dass wir so ein bisschen stärkere Rücksetzer sehen, was dann erstmal auch bedeuten würde, es könnte dazu führen, dass der DAX eben in diesen 220er-Bereich darunter dippt. Ja, würde für den S&P / für den Dow Jones bedeuten, wir könnten hier ebenfalls in der Konsolidierung die ein oder andere Chance auf der Abwärtsseite bekommen. Bleiben wir jedoch auf hohem Niveau, was in etwa im S&P jetzt hier in dieser CFD-Indikation in etwa der 2930er Bereich ist, also knapp oberhalb des Schlusskurses vom Freitag, dann ist natürlich hier erstmal weiterhin das Long-Setup interessant. Also wenn wir hier oben bleiben, ja, dann will ich natürlich hier nicht verkaufen, sondern dann will ich kaufen. Dann ist es durchaus denkbar, dass wir in Richtung in etwa 2940, 45, 50 pushen. Das sind eben immer die glatten Zahlen. Wenn man auf hohem Niveau rangiert, dann ist es eben natürlich nicht so einfach, Widerstände und Unterstützungen, beziehungsweise in dem Fall ja Widerstände erstmal festzumachen. 35 war von meiner Seite der nächste Kernwiderstand. Den haben wir angelaufen, sind sogar leicht drüber gegangen. Dann der nächste Bereich wäre erstmal grob 2950. Den habe ich jetzt hier noch gar nicht drin liegen. Das können wir aber direkt mal machen. Moment, zack. So, also der 50er-Bereich ist dann schon als nächster Kernwiderstand zu sehen und den kann man auch, gerade wenn man vielleicht so den ein oder anderen Swing Trade mit Sicht auf 2-3 Tage irgendwo eingeht, dann wäre natürlich 2950 auf der Aufwärtsseite als nächster interessanter Bereich hier durchaus realistisch. Und wie gesagt, wenn wir hier eben unterhalb von 30 bleiben, dann ist es eben denkbar, zum einen 29 und dann eben vielleicht sogar nochmal ein kleines Stück tiefer. Und wenn man sich das hier dann grundlegend anschaut, dann ist das Aufwärtsbild ja auch mit dieser Abwärtsbewegung hier ähnlich wie eben eingezeichnet, auch schon mal im DAX. Ja, wenn ich das, na Moment, den letzten Fall nehmen wir hier nochmal raus, der ist ein bisschen misslungen. Wenn wir das jetzt hier als letzte Kernbewegung auf der Aufwärtsseite sehen und jetzt hier nochmal so ein bisschen Schwäche reinkommt in wichtige Unterstützungsniveaus und der Markt dann eben grundsätzlich weiter aufwärts geht, dann führt diese Abwärtsbewegung im Daytrading dazu, dass man hier es auch natürlich auf der Abwärtsseite versuchen kann, was wir dann auch immer machen in den Livestreams, um dann in entsprechenden wichtigen Unterstützungsniveaus darauf zu achten. Fängt sich der Markt, zeigt der Markt wieder Stärke, dass man dann in entsprechenden Unterstützungsniveaus auf Umkehrformationen wartet, beziehungsweise manchmal handle ich ja dann auch relativ aggressiv an wichtigen Unterstützungen und kaufe dann teilweise auch direkt die Unterstützung. Aber nicht selten warte ich dann da auch darauf, dass sich dann ein Markt fängt. Gegebenenfalls, wenn wir den Montag oder Dienstag mit Schwäche sehen, mit merklicher Schwäche sehen, dass man dann einen Tag später, wenn der Markt sich wieder so ein bisschen resettet quasi hat, dann vielleicht eben direkt dann auf die Aufwärtsseite wieder geht. Aber das wäre so die Kernidee für die kommende Handelswoche erstmal im S&P. Ich denke, dass eben die direkten Hochs, auch merklichen Hochs, so ein bisschen vielleicht die Luft rausgeht erstmal. Somit wäre auch hier mein eigentlich favorisiertes Szenario, dass wir erstmal so ein bisschen Schwäche sehen und dass, wenn der Markt mir das zeigt, darauf versuche ich dann auch erstmal zu setzen, wenn der Markt nochmal in so ein kleines Stück runterkommt. Schauen wir uns den Euro-US-Dollar an. Der hat es ja nun endlich geschafft, über diesen 17,30er Bereich rüber zu gehen. Ich hatte auch sehr, sehr schön diese Position erwischen können, bin allerdings hier ein bisschen ungünstig, aber mir blieb nichts anderes übrig. Schon wieder ausgestoppt worden, allerdings mit einem schönen Profit, das muss man dazu sagen. Leider konnten wir die Livestreams vergangene Woche nicht machen, um das dann eben auch live zu zeigen, aber ich habe es in der vergangenen Wochen, so oft angesprochen, dass dieser Bereich hier wirklich merklich ist, dass er merklichen Widerstand bietet, dass wir in den letzten Wochen und Monaten da so oft dran waren und mit der Markt mit diesem Bereich gearbeitet hat und ihn eben sehr, sehr oft als Widerstand gesehen hat. Und ich habe es in der vergangenen Handelswoche dreimal versucht, hier vorsichtig auf der Long-Seite reinzukommen. Immer wieder, wenn der Markt Gas gegeben hat, er kam zurück, leichtes Minus, Gas gegeben, er kam zurück, leichtes Minus und habe ihn dann hier unten sehr, sehr gut erwischen können. Und der Knackpunkt an dieser Stelle war, hier diese ersten Versuche, die waren mit einer kleineren Positionsgröße, weil ich den Stop schon etwas größer immer gewählt hatte. Ja, und trotzdem eben ausgestoppt wurde. Einmal habe ich den Stop nachgezogen, bin mit kleinem Risiko raus, einmal mit dem Initial-Risiko und einmal bin ich, glaube ich, plus minus null raus. Also ich habe hier erstmal mit drei Versuchen Geld verloren. Habe ihn dann relativ gut erwischt und konnte ihn wirklich mit einem kleineren, viel kleineren Risiko handeln. Der Markt gab
dieses Risiko, dieses kleine Risiko her vom charttechnischen Bild, habe somit diese Aufwärtsbewegung, da der Stop enger war, ja, zu den vorherigen Versuchen, habe ich hier eine größere Positionsgröße gehabt und habe diesen guten Trade dann mit einer größeren Positionsgröße handeln können. Und der Rücksetzer allerdings hier führte dazu, dass ich dann auch wieder ausgestoppt wurde. Also ich habe meinen Stop hier nicht direkt unten an der 17,30 gehabt, sondern natürlich ein Stück weit höher, konnte aber hier trotzdem einen nicht zu verkennenden Gewinn mitnehmen vergangene Handelswoche und konnte auch diese Verluste damit reinholen und konnte sogar eben einen Gewinn produzieren. Der war jetzt nicht extrem groß, aber es führt auf jeden Fall dazu, wenn man rein den Euro-US-Dollar betrachtet, dass ich schlussendlich hier wieder die Kapitalkurve quasi in den Plusbereich und auch auf neue Bewegungshoch gebracht habe. Und jetzt sind wir oberhalb dieses Bereiches, haben diesen Bereich, zeige ich nochmal, jetzt von oben getestet. Also der Test dieser Unterstützung hat am Freitag dann stattgefunden. Die Bewegung war am Donnerstag und dann kam am Freitag hier eben dieser Rücksetzer. Ich habe eigentlich darauf gesetzt, dass der Markt es wenigstens schafft, die 18,20 anzulaufen, beziehungsweise bin ich hier etwas konservativer mit meinem Trade-Management geblieben, weil ich sogar noch darauf gesetzt habe, dass der Markt eventuell noch mehr Stärke zeigt. Hat er erstmal nicht, aber ich denke, dass dieser Bereich 17,30 nun nicht mehr als Widerstand fungiert, sondern durchaus als Unterstützung interessant ist. Somit ist auch dieser Bereich für die kommende Handelswoche erstmal richtungsentscheidend. Ich würde auch noch leicht darunter gehen, also 17,30 wie eingezeichnet als Unterstützung, beziehungsweise hatten wir ja hier diese Tests leicht darunter. Also ich würde den Bereich 17,30 bis in etwa 17,10 als kernunterstützendes Niveau für die kommende Handelswoche ansehen. Somit darüber sind natürlich weitere Käufe denkbar. Zum einen 18,20 als zweites realistisches Ziel in etwa 18,90. Das ist schon durchaus denkbar. Und wenn wir uns hier die Bewegung, die letzte Kernbewegung anschauen, aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, und dann kann natürlich hier ohne Probleme die nächste Aufwärtswelle kommen und die wäre durchaus realistisch, auch abgeleitet aus den letzten Bewegungen des Euro-US-Dollars. Wenn wir uns auch hier diese Aufwärtsbewegungen anschauen, dann ist es durchaus realistisch, dass der Markt dort hochläuft. Somit oberhalb von 17,30 bis 17,10 wäre somit die Aufwärtsseite durchaus interessant und handelbar. Sollten wir allerdings dort wieder runterrutschen, also wieder merklich hier drunter gehen, das muss man dann eben auch betrachten. Das ist jetzt nicht auf dem 5-Minuten-Chart, wenn wir mal kurz da drunter rutschen und dann in den nächsten 5 Minuten schon wieder drüber gehen, dann ist das natürlich kein nachhaltiger Bruch. Aber wenn wir zum Beispiel auf Stundenbasis hier wieder drunter laufen, dann ist es natürlich relativ schnell auch wieder interessant auf der Abwärtsseite, weil dann war wirklich dieser Ausflug nach oben hier wirklich nur so ein Fake. Und der Euro-US-Dollar könnte dann erneut erstmal in Richtung 16,20, 16,25 laufen. Hier haben wir genauso einen sehr, sehr interessanten Bereich. Ich wäre dann auch erstmal wieder vorsichtiger, weil übergeordnet haben wir halt in diesem Bereich wirklich diese ewige Schiebezone. Da haben wir auch schon sehr, sehr oft drüber gesprochen. Das ist zum einen diese kleine Schiebezone und dann kommt hier auf höheren Zeiteinheiten auch zu betrachten, kann man eben diese Schiebezone sogar noch erweitern. Der Rutsch Richtung 13,20, 13,25 wäre somit die Mitte dieser Schiebezone und das ist durchaus handelbar. Als nächster Schritt vorsichtig möglich und denkbar, dass wir dann eben auch diesen 15,30er Bereich wieder anlaufen. Erstmal ist es zwar nicht mein favorisiertes Szenario, aber natürlich müssen wir ja immer über beide Richtungen sprechen, denn eben aktuell ist die Aufwärtsseite mehr interessant, aber es kann sich eben das Bild auch schnell wenden und dann ist natürlich auch teilweise die Abwärtsseite interessant, allerdings mit etwas mehr Vorsicht. Ich bin bereit, am Montag, Dienstag, Mittwoch, je nachdem, wie sich dann hier auch der Eröffnungskurs und so weiter eben bietet, vielleicht ein bisschen aggressiver die Long-Seite zu handeln. Aber wenn der Markt wieder runterkommt, etwas defensiver, wenn überhaupt, dann hier entsprechend die Short-Seite. Viel interessanter wird es, aber ich denke, da kommt es in der kommenden Handelswoche nicht dazu, wenn der Markt doch wieder unter 15,30 geht, weil dann wird es hier unten auf der Abwärtsseite wieder mega interessant. Aktuell sind wir weit von entfernt und mit der aktuellen Tagesschwankung des Euro-US-Dollars, die in etwa so 70 Ticks, 60 bis 70 Ticks eben ist, ja, dann ist hier auch die Wochenschwankung entsprechend natürlich nicht so groß. Und ob wir jetzt hier wirklich einen Rutsch in der kompletten Handelswoche bis hier erstmal sowieso bis hier runter sehen und dann nochmal die Chance hier unten noch Geld zu verdienen, ist ein bisschen unrealistisch, ja. Somit bin ich hier eben, wie gesagt, mit der Abwärtsseite, wenn ich sie überhaupt handle, im gelben Bereich etwas vorsichtiger, hier oben etwas aggressiver von der Longseite mit den entsprechend besprochenen Zielen. Blicken wir aufs Gold und hier wird es interessant in der kommenden Handelswoche. Ich denke,
vorsichtig gesagt, ich würde auf jeden Fall persönlich einfach mal darauf setzen, dass es hier eventuell zu etwas größerer Bewegung kommt. Denn wir sind jetzt lange genug in einer Seitwärtsschiebezone. Wir haben das so oft besprochen, dass wir zum einen diesen Bereich um die Marke 12,7 in etwa auf der Aufwärts-, auf der Oberseite und 11,95 auf der Unterseite. Diese ewige Seitwärtszone, wo wir jetzt schon einmal den Versuch gewagt haben, nein, stimmt gar nicht. Hier wollte ich Ihnen, jetzt muss ich erstmal selbst überlegen, nein, hier wollte ich einen Short-Versuch wagen, habe es nicht getan, weil der Markt extrem schnell wieder zurückkam. Hier habe ich ebenfalls den Gedanken gehegt zu shorten, aber das war hier, dieser Test des Unterstützungsbereichs zeigte noch absolut keinen Short-Trigger. Der Markt drehte wieder nach oben. Somit ist jetzt, und wenn man hier diese Trendlinie so ein bisschen weiter vollziehen würde, kann ich ja mal einzeichnen. Moment, ein bisschen enger. Ja, ich handle ja nicht so stark auf Trendlinien, aber wir sind am Freitag dann hier schon mal drunter gegangen. 94 in etwa ist hier für mich richtungsentscheidend. Und wenn wir wieder nach unten kommen und ich würde mich hier vielleicht sogar mal, ich zeichne das erstmal ein, ab wo es wirklich für mich, in, Moment, mit dem Viereck, ab wo es wirklich für mich interessant wird für die Abwärtsseite, das ist halt schlussendlich in etwa 94,20 hier in der CFD-Indikation, dann wird es hier wirklich interessant auf der Abwärtsseite. Erstes Ziel erstmal so der 81,82er Bereich. Ich würde mal konservativ als zweiten Zielbereich erstmal die 70 annehmen. Ja, $24, das ist eine ganze Menge Bewegung, die hier eventuell stattfinden könnte. Und das würde dazu führen, dass ich gegebenenfalls, je nachdem um wie viel Uhr dieses Szenario eventuell eintritt, wenn wir hier wieder Schwäche sehen und kurz vor der 94,20 sind, dass ich es hier gegebenenfalls schon mal versuche auf der Abwärtsseite mit dem Gedanken, dass der Markt aus dieser Seitwärtsschiebezone nach unten ausbricht. Warum nach unten? Weil ich schlussendlich hier, weil wir in der Vergangenheit, und wir sehen es, wir können es auch gleich nochmal zusammenschieben, weil der Kerntrend abwärts ist. Und wir aktuell, so sieht es zumindest charttechnisch erstmal noch aus, hier in so einer Erholungsphase im Kerntrend abwärts stecken. Ja? Und diese Erholungsphase nicht mal mehr aufwärts geht, sondern jetzt schon eine längere Zeit seitwärts. Und zwar in etwa seit Ende August, also ja, schlussendlich fast einen Monat, geht es hier seitwärts in so einer engen Range. Und somit wäre dieser Abwärtsgedanke erstmal für die kommende Woche, würde er stehen. Sobald das gut geht, würde ich natürlich weiterhin versuchen, Short Trades zu handeln, wenn ich ausgestoppt werde. Vielleicht kann man auch diesen Trade etwas weiter reiten. Sollte ich ein negatives Feedback bekommen, dass ich hier das erste Mal ausgestoppt werde, dann versucht man es vielleicht nochmal, man wird wieder ausgestoppt. Dann bin ich natürlich relativ schnell wieder vorsichtig, weil dann scheint das doch alles nicht so zu funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Aber selbst die Aufwärtsseite wird natürlich langsam interessant. Das wäre zwar wieder meines Gedankens, dass wir prozyklisch die Abwärtsseite eventuell weiter aufnehmen, aber natürlich wird jetzt die Oberseite hier, das ist jetzt so der Nusima-Bereich, wie gesagt, der wird natürlich interessant. Wir dürfen allerdings hier nicht vergessen, ich zeichne das jetzt auch mal ein kurz, wir hatten hier vorne schon mal so eine Seitwärtsschiebezone. Ja? Und diese Seitwärtsschiebezone besteht nach wie vor. Wir sind hier immer schon mal wieder reingedippt und sofort wieder rausgegangen. Extrem schnell, hier hat es ein bisschen länger gedauert, aber hier war es innerhalb von 4 Stunden und hier war es innerhalb von 8 Stunden. Ja? Und dieser Bereich, man sieht es, der ist natürlich auch starker Widerstand. Aber wenn der Markt hier nochmal, irgendwann kommen natürlich die Ausbrüche. Und ich würde jetzt einfach mal darauf setzen, dass vielleicht ein bisschen Bewegung reinkommt kommende Woche. Dann ist natürlich hier die Aufwärtsseite auch interessant. Erstmal Ziel 12,16,50. Und da müssen wir mal gucken, hier bin ich erstmal wirklich mit dem Ziel ein bisschen festgenagelt an der 12,16,50. Weil wir hatten hier in der Vergangenheit wirklich massiv Widerstand und Unterstützung. Somit würde ich erstmal konservativ mit diesem Ziel arbeiten. Führt wahrscheinlich dazu, wenn es wirklich dazu kommt und ich in Trade drin bin und eben das als Ziel nehme und auch der Markt mir es erlaubt, bis dorthin mitzureiten, würde ich hier erstmal etwas aggressiver mit meinem Stop werden, vielleicht sogar hier mit einem Take-Profit rausgehen. Sollte der Markt dann allerdings stark bleiben, als zweiter Versuch, dann eben nochmals vielleicht auf der Aufwärtsseite nach einem leichten Rücksetzer. Wenn ich hier nochmal die Longseite handle, würde ich dann eben schon durchaus davon ausgehen, dass es hier vielleicht sogar in Richtung 12,20, 12,25 gehen könnte. Allerdings, ihr merkt es, die Aufwärtsseite, oder ich denke, dass es Gold auf der Aufwärtsseite auf jeden Fall aktuell immer noch etwas schwerer haben sollte als auf der Abwärtsseite. Die Abwärtsseite ist klar, die Abwärtsseite ist auch vor allem in der Vergangenheit unterhalb von 94 größtenteils relativ schnell oder generell sind die Bewegungen relativ schnell vonstatten gegangen. Das war zum einen hier diese Abwärtsbewegung, erste Welle, zweite Welle in den 60er Bereich.
Und dann, wenn wir uns auf jeden Fall den Bereich zwischen 94 und 81 anschauen, dann ging es auch schnell wieder hoch. Ja, dann ging es hier schnell wieder runter, schnell wieder hoch, schnell runter, schnell wieder hoch. Und es ist nicht selten so, dass es dann eben auch hier wieder schnell runter geht. Ja, und das ist natürlich dann interessant für uns. Und deswegen versuche ich hier auch bestmöglich, schnellstmöglich reinzukommen, weil oft hat man dann das Problem, wenn es wirklich schnell runter geht, wenn man hier nicht von Anfang an mit dabei ist, dann hat man hier die Schwierigkeit, dann wirklich überhaupt noch auf irgendeine Art und Weise reinzukommen. Ja, somit ist jetzt erstmal der Einstiegsgedanke für den Anfang der Handelswoche etwas aggressiver, wenn wir hier noch ein bisschen Schwäche reinkriegen. Und da müssen wir mal schauen, ob uns der Markt dann eben erlaubt, dabei zu sein oder nicht. Das ist der Gedanke abschließend zum Gold. Ich wünsche euch erstmal auf jeden Fall für die kommende Handelswoche hier Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns, wie gesagt, ab Montag natürlich dann auch wieder in den Livestreams, in Live und in Farbe. Bis dahin erstmal euch eine angenehme Handelswoche. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.